Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Mein Name ist Robert und wir spielen weiter, nachdem wir unseren Flyby am Moon erfolgreich hinbekommen haben. Ich habe mal ein bisschen Contracts geschaffelt. Wie ihr seht, ist hier nicht mehr so viel übrig und wir haben jetzt 7 Contracts, weil was wir brauchen ist Kohle. Ich habe ein bisschen was in Advance natürlich bekommen von den Contracts und wir brauchen vor allen Dingen Science. Denn damit wir weiter ins Weltall vorstoßen können, müssen wir die 90 hier oben voll bekommen. Was uns nämlich fehlt, sind 90 Science-Punkte, um die Solarzellen freizuschalten, die ersten. Mit den Solarzellen können wir Strom erzeugen. Damit können wir dann endlich bemannte Raumfahrt auch bis zum Moon machen, womit wir dann viele andere Verträge erledigen können. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Und wir dann auch irgendwann mal echtes Geld verdienen. So, was ich uns besorgt habe, ist eine Kombination aus Contracts, von denen ich hoffe, dass wir den Schwung Science und ein bisschen Geld erhalten können. Und zwar haben wir hier Test das MK1 Inline Cockpit on a Suborbital Trajectory over Kerbin. Also wir sollen das MK1 Cockpit einmal suborbital schießen. So, dann haben wir hier den Swivel Engine auf, also während wir gelandet sind, also quasi beim Starten zu testen, uns Science Data from Space around Kerbin. Suborbital heißt, wir gehen in den Space, wir können den Swivel-Triebwerk, wir können das Swivel-Triebwerk benutzen. Und wir holen uns Science Data from Space Around Kerbin. Das heißt, wir hätten hier 12.000 extra und 2 Science, 2.000 extra und nochmal 1 Science und 27.000 und 4 Science. Dann hätten wir schon 7 Science-Punkte und, jetzt habe ich nicht mehr mitgerechnet, viel Geld. Viel, viel Geld. 14. Ja, für unsere Verhältnisse echt viel Geld. Das sind dann 31, 41.000 nochmal obendrauf. Und ein bisschen Reputation fällt sogar auch noch dabei ab. Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal. Wir probieren jetzt ein Gefährt zu bauen, was alle diese drei Aufträge in einem Schwung abfrühstücken kann. Mal gucken, ob wir das hinbekommen oder ob wir kläglich scheitern. Ich habe am Modding noch ein bisschen was geändert. Und zwar, ich habe dieses Antenna Diversity Mod rausgeschmissen zugunsten von Remote Tech. Für Remote Tech guckt einfach mal jetzt unten rechts, da kommt jetzt gleich ein eingeblendeter Link. Da habe ich auch ein kleines Tutorial zugemacht, wie man Remote Tech benutzt, was das ist. Das ist ab jetzt drin und ich habe Science Alert installiert, weil wir so viel Science zusammenkratzen müssen, dass ich einfach nicht verpassen will, wenn ich gerade irgendein Experiment machen kann, was ich noch nicht getan habe. Also ein Experiment, was noch nicht in meiner Liste drin ist. Und damit ich das mitbekomme, habe ich mir Science Alert installiert, damit mich das dann eben alarmiert. So, hat der Core Orbiter funktioniert? Ich habe es schon wieder vergessen. Hatte der tatsächlich hingehauen? Ich lade ihn mal kurz. Mal gucken, wie der nochmal aussah. Ah, okay. Der bestand natürlich aus sehr vielen Kleinteilen, ne? Wir haben ja mittlerweile größere Triebwerke. 1, 2, 3, 4 werden das quasi. Okay. Nehmen wir das mal raus. Zack. Okay, wisst ihr was? Wir fangen einfach von vorne an. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja alles. Nein, don't save. So. Wir brauchen ein Inline-Cockpit, weil das müssen wir testen. So. Für das Inline-Cockpit sollten wir im Idealfall wahrscheinlich einen Fallschirm mitnehmen. Der ist ein bisschen klein. Dann nehmen wir doch den großen. Das sieht ja sogar aus wie eine Nasenspitze. So. Jetzt ist die Überlegung, wenn da das Inline-Cockpit ist, könnten wir theoretisch einmal den Utility-Schrank aufmachen und uns so ein Utility-Ding mitnehmen. Dann können wir da ein bisschen Science-Experimente reinbauen. Dann bauen wir unten ran ein Hitzeschild, damit wir das irgendwie überleben beim Wiedereintritt. Ja. So, das ist dann unsere Rückkehrstufe. So, dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Und wir nennen das, wie nennen wir das denn jetzt? Sciencecraft. Oder so ähnlich. Keine Ahnung, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein, bis wir fertig sind mit Bauen. So, jetzt brauchen wir Fuel Tanks. Viele, viele Fuel Tanks. Und wir nehmen mal die größten, die wir haben, weil unsere größte Limitation ist momentan die Anzahl der Bauteile. Wir können schon relativ viel Gewicht bauen, aber die Bauteile machen uns ein Problem. 15,2 Tonnen. Was schafft hier Freund Swivel?
könnte hinhauen. So. Zack. Und dann. Gut, wir müssen den Swivel gleich zünden, ne? Ich glaube nicht, dass das. Obwohl, wir wollen nur suborbital, ne? Eigentlich. Ach, kommt. Machen mal noch eins. Wir bescheißen jetzt einfach ein bisschen. Also, bescheißen ist es auch nicht direkt, aber. Wir holen halt die Nummer mit dem Swivel. Und besorgen uns gleichzeitig trotzdem noch ein bisschen Booster-Vorschub. Weil ich möchte nicht gleich auf dem Triebwerk starten. Zack. Und wir nehmen die großen Booster, die schon wieder falsch rum sind. Hallo. So. Zack. Wir sind in der Gewichtstoleranz, wir sind in der Größentoleranz. Okay, dann verbauen wir jetzt noch lustige Dinge. Also zum einen das da. In der Hoffnung, dass uns das ein bisschen gerade hält. Haben wir schon? Ne, wir haben noch keine Hütchen. Okay, und dann nehmen wir uns ein bisschen Wissenschaft mit, würde ich sagen. Wissenschaft. Achso, ja, das sind übrigens neue Antennen, die habe ich zusammen mit dem Remote Science Mod habe ich noch das Phantom Aerospace Antenna Mod irgendwie, also das gibt uns ein paar zusätzliche Antennen für Probes nachher, ist jetzt gerade für uns nicht so interessant. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir machen einmal das auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir einmal noch das hier mit. Science Junior. Ist auch ein bisschen schwer, ne? Wir nehmen einfach noch ein Thermometer mit. Zack. So. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo mal vorbeikommen oder irgendwo runterfallen nachher, wo uns das was bringt. Können wir vielleicht noch ein paar zusätzliche Science-Punkte zu den Aufträgen abstauben. So, von der Zündungsstufe her nehmen wir auf jeden Fall sofort den Swivel mit rein, denn wir wollen den ja, wir wollen ja unseren Test-Contract erfüllen, zusammen mit den Boostern. Die Booster, wir haben jetzt 51,7 Tonnen, die Dinger haben 250, können also theoretisch auf Vollschub zusammen knapp 100 Tonnen heben. Wir haben dazu noch das Swivel. Das kann auch nochmal 15 Tonnen um und bei. Wir sind bei 51,7. Das heißt, wir können die ganz entspannt auf, ich sag mal, 55%. Ich mach mal 60%. Das soll ja noch ein bisschen Schwung geben. Ja, 59 ist auch okay. Close enough, wie man so schön sagt. Dann trennen wir nachher, wenn das alles, den Kram ab. Fliegen mit dem Swivel weiter. Boah. Wisst ihr was? Ich hoffe ehrlich gesagt eher, dass wir die Dinger hier oben brauchen. Wo ist denn da die Trennung? Da. Ich pack mal die Flossen hier hin, damit wir nach der Abtrennung nicht flippen. Ich glaube, das ist so schlauer. So, und dann gibt es nochmal eine Trennung von dem Ding hier oben und wir gehen suborbital durch die Suppe. So, und da Jebediah seinen ersten Stern schon voll hat, ganz ehrlich, nehmen wir ihn einfach auch, weil er kann ein bisschen für uns den Prograde halten und solche Sachen. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen entspannter. Und ich hoffe mal inständig, dass das jetzt funktioniert. Jetzt dürfen wir nur nicht, also nochmal gucken, was wir alles machen wollen. Wir wollen das nicht, das nicht. Science Data from Space Around Kerbin, die nehmen wir wieder mit runter. Das wollen wir testen auf der Landing Site. Das ist noch nicht, das ist noch nicht. Und das wollen wir suborbital, wenn wir zwischen 80 und 93 Kilometer sind. Okay, also diese Höhe müssen wir auf jeden Fall erreichen. So. Auf geht's. Ich hatte mir ja vorgenommen, für die Zukunft immer erstmal eine Probe loszuschicken, um zu gucken, ob das Raumfahrzeug prinzipiell so funktioniert. Das hat sich mit Remote Tech ein Stück weit erledigt, wegen den Reichweiten. Da müssen wir mal gucken. So, und ich kriege hier auch gleich ein Science Alert, dass ich irgendwas tun soll. Also das ist Science Alert. Immer wenn der so rumtüdelt, dann haben wir wieder Science-Möglichkeiten und wir könnten hier Mystery Goo abgreifen. Warum schwankt denn unsere Rakete so? Mach mal bitte SAS. Danke.
So, mal gucken, was passiert. 1,81. Wir nehmen es erstmal mit. Wenn wir noch ein besseres Mystery Goo Experiment kriegen, können wir es ja immer noch machen. So, jetzt müssen wir einmal hier theoretisch durch das Zünden müssten wir es testen. Wir gehen erstmal auf Vollschub und hoffen das Beste. Ich mach mal das hier nochmal auf. Ja, dann. Ach nee, lasst mich mal bitte vorher noch was einstellen. Genau, da fällt es mir gerade ein. So, da wir jetzt hier diesen einen super, super, super Fallschirm haben, sollten wir den auf jeden Fall noch scharf machen, damit ich mich einfach stumpf durchstagen kann, wenn irgendwas ist. 3.500 Meter. Zack. So. Damit da nicht irgendwas Komisches passiert. Weil jetzt können wir uns auch noch notfalls versuchen zu retten. Wir wollen ja, dass zumindest Jebediah überlebt, wenn schon alles andere schlecht war, ne? So, Augen zugekniffen und ab dafür. Okay, startet schon mal. Alles gut. Und ich gucke mal, sobald wir irgendwie 100 Meter pro Sekunde erreicht haben, nehme ich erstmal Liquid Fuel Antrieb raus. Wir haben auch den Auftrag mit dem Swivel erledigt. Da sind die 100 Meter pro Sekunde. Ich ziehe jetzt das Triebwerk so weit runter, dass es nur noch so ganz leicht mitbrennt, weil wir es eigentlich nicht brauchen. Und ich versuche auch immer mal einen Blick auf Science Alert zu werfen. Wenn ich was verpasse, könnt ihr mich nachher in den Comments auslachen, weil ich mich momentan ehrlich gesagt mehr aufs Fliegen konzentriere. Die Rakete ist relativ stabil. Das ist okay. Sie ist ein bisschen schnell für die Höhe, aber hey, das ist halt so. Ich bin mal gespannt, wie das nächste Staging so läuft. Ich habe jetzt ganz leichte Schrägstellung, damit uns nachher die Booster nicht auf die Homebase fallen und uns da irgendwie alles zerstören. So, und jetzt schauen wir mal. Also fliegt sich überraschend gut dafür, dass wir es vorher nicht getestet haben. Jetzt kommen so langsam die ersten Überschalleffekte. Mal gucken, ob wir hier noch einen grandiosen Flip hinbekommen. Oder ob wir wirklich mal so Jebediah Space Hero mäßig das durchziehen. Ich hole jetzt nochmal alles aus dem Flüssigantrieb raus, was ich kriegen kann. Der ist jetzt ausgebrannt. Und Abtrennung. Okay. Es wackelt ein bisschen, aber es flippt nicht. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Kontrolle. Und ich versuche jetzt ganz, ganz fürchterlich vorsichtig, weil es doch recht länglich ist, unsere Nase ein bisschen nach unten zu bekommen. So. Sieht gar nicht schlecht aus. Also von der Steuerbarkeit bin ich positiv überrascht, muss ich sagen. Ist somit eine der besten Raumfähren bisher von der Stabilität. Und während ich das erzähle, habe ich mich so weit übersteuert, dass ich beinahe sogar schon einen Flip riskiert hätte. So, jetzt gucken wir mal, was wir schon geschafft haben. 60 Kilometer. Das ist doch schon mal was. So. 64, ah, das sieht gut aus. Also wir schaffen auf jeden Fall die geforderten 80 Kilometer suborbital. Und ich gehe jetzt mal ziemlich flach, damit wir nachher auch einen flachen Wiedereintrittswinkel haben, weil ich habe keine Ahnung, wie sich dieses Cockpit verhält, auch mit dem Drehen und allem. Und ich möchte ungern verglühen bei der ganzen Nummer. Wir ziehen das jetzt mal so auf 90 Kilometer rauf, würde ich sagen. So viel Zeit haben wir. Und vielleicht ergibt sich ja für uns noch irgendeine schöne Möglichkeit, auch im Landeanflug nachher oder so, ein bisschen Wissenschaft zu betreiben. So, jetzt müssen wir aufpassen. So, 80 haben wir gleich. Also gleich haben wir zumindest alle Grundlagen nachher für den Contract erfüllt. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas hier draußen abfeuern. Crew Report oder Thermometer oder so. Ich würde jetzt mal ein Thermometer dann gleich abfeuern, weil davon haben wir zwei Stück mit. Damit wir nachher Science Data from Space Around Kerbin haben. Und ich nehme noch sicherheitshalber einen Crew Report oder sowas. Wäre jetzt so mein Versuch zumindest. So, und ich würde sagen, jetzt lassen wir mal gut sein. So, wir sind suborbital. Science Data from Space Around Kerbin. Ich würde sagen, den können wir jetzt mal mitnehmen. Den Run-Test noch nicht. Crew Report. Wir speichern ihn einfach mal. Und gibt es noch nichts, ne? Keine neuen, ne? Und wir nehmen ein Thermometer mit. Dann haben wir zwei Varianten von Science. Zack.
So, und jetzt sind wir über der 80.000. Das heißt, wir haben eigentlich alles erfüllt. Jawohl, hier alle Häkchen dran. Wir machen einen Run-Test und haben auch den erfüllt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Damit sind wir jetzt kohletechnisch, glaube ich, schon mal einen ganzen Schritt weiter. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir Jebediah in einem Stück nach unten bekommen. Na, guck mal, wir nähern uns wieder der Viertelmillion und sind bei 72 Science. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. So, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt mit Jebediah auf den Prograde und warte die Apoapsis ab. Was wir dann machen, ist nochmal durchzünden mit unserem Treibstoff, den wir haben. Weil ich gerne noch ein bisschen weiterkommen möchte und vielleicht können wir irgendwie sowas machen wie eine Highland-Landung oder sowas. Wenn der Treibstoff dafür reicht, warum nicht? Also hier hinten dürften ganz viel Highlands sein und okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht vorher nachgeguckt, ob wir schon mal in den Highlands waren. Bisschen höher, wir wollen ja nicht mit Vollspeed eintauchen. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Orbit weit genug strecken können. Hätte auch den großen Vorteil für uns, dass wir, wie gesagt, deutlich flacher wieder reinkommen. Und ein flacherer Wiedereintritt erzeugt bei weitem nicht so viel Hitze. Und das Risiko, dass wir draufgehen, ist einfach viel, viel geringer. Okay, jetzt haben wir richtig Gas gegeben. Das sieht gut aus. Das wird uns aber nochmal irgendwo reinbremsen. Also ich denke mal, wir werden irgendwo hier so landen. Das hier ist, was wir jetzt machen, wir drehen den Hubble schon mal retrograde, weil wenn wir noch die Möglichkeit haben, werden wir die auch gleich nutzen und noch ein bisschen abbremsen. Und solange halte ich mal alles, was ich hier haben kann, in den Wind rein. Na komm, dreh dich retrograde. Und dann gucken wir einfach mal, wie unser Wiedereintritt funktioniert, weil wir können mit dem Triebwerk nochmal an der schlimmsten Stelle des Abstiegs ein bisschen bremsen. Bevor wir uns dann abkoppeln. Weil noch haben wir den Treibstoff. Wir wollen jetzt nicht orbital gehen. Obwohl wir es geschafft hätten. Haha, eine orbitalfähige Rakete. Aus Versehen gebaut. Ist doch gar nicht schlecht. Wie gesagt, weil ich weiß noch nicht, was das Cockpit ab kann oder nicht. Aber was ganz cool aussehen müsste. Oh, sehr schön. Erste Mal ein richtiges Cockpit-Cockpit. So. Aber genug der Spielereien. Wir sind auf dem Retrograde und ich spule mal vor, bis wir die Atmosphäre treffen. Was jetzt der Fall ist. Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Im Prinzip können wir einen scharf machen. Gucken, dass das auch wirklich alles richtig eingestellt ist. Jawohl. Ja, wie ihr merkt, ich bin ein bisschen übervorsichtig geworden, was das hier angeht. Weil sobald jetzt irgendwie ein Körbel drin sitzt, ist es schon unschönes Gefühl. Also ich hoffe, dass bald auch die Missionen kommen, wo ich Körbels aus dem Orbit retten muss, weil ich würde gerne ein paar andere Körbels noch haben. Damit ich die Stammcrew so ein bisschen vor den, ich nenne es mal, experimentelleren Flügen retten kann. Also ich würde dann gerne die Flüge, die das erste Mal stattfinden oder solche ganz abstrusen Gefährte irgendwie sind, lieber mit irgendwelchen aus dem Orbit geretteten Kerbals fliegen, als mit Jebediah, Valentina, Bob oder Bill, weil die möchte ich ja durchbringen, hatte ich am Anfang gesagt. Ich will auf jeden Fall gucken, dass wir über das Spiel hinweg die vier nicht verlieren. Und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht drüber rede, weil Jebediah gleich drauf geht, sondern dass dieser hehre Wunsch dann auch hinhaut. So, ich beschleunige das mal ein bisschen, bis wir wirklich eintreten. Ja, noch hängen wir sauber drauf. Und wir beschleunigen immer noch im Moment, sind aber jetzt gleich über der Landmasse. So, und ich würde jetzt mal einmal unser Triebwerk durchzünden, um Speed rauszunehmen. Und verbrennen jetzt einfach den restlichen Treibstoff in einem ziemlich heftigen Bremsmanöver. Mit der Intention halt, unsere Sinkgeschwindigkeit deutlich nach unten zu bringen, damit wir nicht so hart in der Atmosphäre Hitze aufnehmen. Jo, das sieht gar nicht schlecht aus, dafür, dass wir diese Höhe schon haben. Science Alert hält sich bisher auch noch in Grenzen. Alles ruhig. Jebediah genießt die Aussicht aus seinem Jetcockpit. Kann sich endlich mal wie so ein echter Fighter-Pilot fühlen. Und das sieht ganz gut aus, dass wir unter 1000 Meter pro Sekunde kommen.
Obwohl wir da wahrscheinlich dann nochmal Fahrt aufnehmen werden. Und hier vorne in den ersten Bergen dann runterkommen. Okay, ich spreng jetzt die Triebstufe ab und hoffe mal, dass Jebediah sich halten kann. So. Hitzeschild ist vorne und wir sind auf dem absteigenden Ast. So, Science Alert hat noch nicht getackert, also gibt es hier irgendwie momentan noch nichts zu sciencen. Ne, halte ich mal ein bisschen mehr Retrograde, junger Freund. Wir nehmen Geschwindigkeit auf. Das ist ein bisschen beunruhigend. Wir haben aber auch noch ein bisschen Platz nach unten. Was wiegt denn die Kiste? 1,68 Tonnen, ist aber gar nicht so viel. Ich hoffe, das bremst noch gut genug. So, schön das Hitzeschild nach unten. Dafür ist es ja da. Und wir bremsen ab. Sehr schön. Okay, Science Alert macht irgendwas. Temperature Scan, los geht's! Scan all the things. So, Temperature Scan haben wir. Sind nochmal 3, irgendwas. Das ist gut. Und wir kommen geschwindigkeitstechnisch auch gut runter. Sehr schön. Also was Science Alert macht, ist neben diesem optischen Signal halt noch so ein kleines Geräusch. Vielleicht ist es euch aufgefallen im Hintergrund. Deshalb kann man es ganz gut bemerken. Und guck mal, wir haben jetzt so einen coolen Dreifachfallschirm. Das ist schon so ein bisschen Sojus-Kapselmäßig, nur dass wir halt keine Sojus-Kapsel haben. So, und jetzt gucken wir mal. Hier drin müssten wir jetzt quasi, das waren übrigens der Rest unserer Rakete. Review Data, sehr schön. Also wir haben einmal Kerbins Grasslands, okay. Grasslands, weiß ich gar nicht, ob wir da schon gelandet waren. Review Data, Temperature Scan. Okay, from space. Und wir haben den Crew Report. Okay, sieht also alles insgesamt ganz gut aus. Orbitalgeschwindigkeit interessiert keinen mehr. Wir sind jetzt Surface 4,2, sieht auch ganz gut aus, dass wir da jetzt gleich eine schöne, saubere Landung hinlegen können. Dann werden wir gleich mal sehen, ob wir hier nochmal Science sammeln können. Und hier haben wir wieder unser Real-to-Ground-Messinstrument-Ding, weil das draußen ja so ein bisschen... ich sagen, ein bisschen ungenauer ist, die Anzeige. 4 Meter pro Sekunde haben wir noch drauf, insgesamt. Also alles im grünen Bereich. Und wir müssen uns jetzt langsam aber sicher dem Boden nähern. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt gleich noch das Ding gemacht haben, auf jeden Fall ein voller Erfolg, die Mission. Wir haben Kohle gesammelt. Ich mache vielleicht mal hier mal die Türen zu, ne? Wird ja auch nicht besser dadurch. So. Fuck. Wir stehen und wir können nochmal Science Alert gucken. Eva Report. Ja. Dann raus, würde ich sagen. Oh. Okay, kleiner Querhang. Nochmal 1,4 Science. Die packen wir ein und steigen wieder in unser Gefährt. So, und jetzt würde ich sagen, haben wir doch wirklich das Maximum rausgeholt und gucken mal, was wir insgesamt so bekommen. Alles in allem nicht schlecht. Allein schon deswegen, weil Jebediah nicht gestorben ist. Aber wir haben 3 Contracts mit einem Flug erfüllt. Das bringt uns einen guten finanziellen Spielraum. Und vor allen Dingen auch Reputation für neue Contracts. So, wir haben jetzt 80 Science-Punkte, 80,9, wenn wir kleinig sind. Und fast eine 250.000 zusammen. Das ist eine Menge Geld im Hard-Mode. Leider relativiert sich das natürlich auch wieder mit den Sachen, die wir noch bezahlen müssen. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir gucken mal, was kostet denn hier später mal? Oh, 300.000. Okay, es ist nicht mehr so weit weg. Weil wenn wir jetzt hier noch ein Upgrade reinbekommen, können wir Kursplanung machen. Auf der anderen Seite, wenn wir hier mal ein Upgrade reinbekommen, dann könnten wir auch EVA-Surface-Sample-Dinger machen. Ach nee, warte mal, das ist hier nicht, ne? Hier ist das. Can perform EVAs, das sollten wir natürlich... Wisst ihr was? Ah ja. Ich nehme den jetzt mal mit, damit wir auch im Weltall EVAs machen. Nehme ich den mit? Ich warte mal noch. Aber wir sollten das mal im Kopf behalten. Hier können wir noch für 150.000 EVAs machen. Das gibt uns natürlich noch neue Möglichkeiten, an Wissenschaftspunkte zu kommen. Oh, wartet mal. Das L öffnet uns die 90. Ich weiß noch nicht, wie viel man kriegt für so eine EVA da oben. Ich erwäge das noch in meinem Kopf. So. Na, gucke mal. Ist doch ein bisschen was dazugekommen.
Jetzt haben wir Visual Surveys on Kerbin. Habe ich zwar ehrlich gesagt keinen Bock drauf, aber wir gucken mal, was wir noch überhaupt haben. Moon, 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 Moon. Okay. Da kommen wir im Moment nicht sinnvoll hin. Temperature Scans on Kerbin. On the surface of Hannibal's Pile. Incomplete. Gibt aber zwei Titelpunkte. Temperature in Flight below. Near Zone. Incomplete. Oymen's Cave, incomplete. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Auf Kirmen. Ach nee, Entschuldigung. Da lang geht's. Man kann die, glaube ich, immer sehen, diese Dinger. Ach, das ist ja am Arsch der Welt. Ich entschuldige mich hiermit für meine Ausdrucksweise. Ach nee, hier sind die Temperature Scans. Ich wollte schon sagen. Das ist ja gar nicht so weit weg. Okay, das heißt, wir müssen hier lang fliegen und da landen. Wir haben natürlich noch keine Flugzeugbauteile, ne? Wir müssten das irgendwie so raketenartig lösen. Will ich das tun oder will ich das nicht tun? Gibt schon gut Geld, ne? Ich probiere das einfach mal aus. Ich bin ja sonst kein Freund von solchen Missionen, aber ein weiser Mann, also Kühnlob hat mir gesagt, ich soll das machen, um Geld zu verdienen. Deshalb streichen wir das weiser Mann, aber Kühnlob hat mir gesagt, ich soll das machen, um Geld zu verdienen. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal, um Geld zu verdienen. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, deshalb überlegen wir uns jetzt mal, wie wir dafür eine Rakete konzeptioniert bekommen. Wir müssen ja eigentlich nicht weit fliegen. So. Das Cockpit haben wir jetzt nicht mehr. So, das heißt, wir machen was Neues. Und das Neue ist, keine Ahnung. Flying Thermometer. So, Thermometer. Oh Gott. Ich hoffe für den Rest der Welt und meine eigene persönliche. Warum sieht das so falsch aus? Ich hoffe einfach, es ist richtig. Thermometer. Wenn nicht, lacht mich bitte ruhig aus. Korrigiert mich. Ich schreibe es dann beim nächsten Mal richtig. So, da wir ja in der Gegend rumfliegen. Ich habe aber noch überhaupt nichts zum Landen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Kapsel, die ist auch leichter. Und packen auf Freund Kapsel unseren Fallschirm drauf. Und wir packen auf jeden Fall so ein Utility-Dingsbums drauf. Und das kommen unsere ganzen Thermometer rein. Und so. Und wir haben schon Landebeine, ne? Oh ja. So, jetzt wird hier nämlich mal mit Landebeinen gearbeitet. Ich habe nämlich keinen Bock mehr drauf, dass hier immer irgendwas kaputt geht. Können wir noch irgendwie. Weißt du was? Wir probieren einfach mal science-mäßig das Beste rauszuholen. Das heißt, wir nehmen auch noch so ein Ding mit. So. Das ist jetzt natürlich schon wieder alles völlig übertrieben und wird den Flug nicht einfacher machen. Aber wir können zumindest, wenn wir irgendwo vorbeikommen, aus Versehen Science betreiben. Und zwar bis uns grün und blau wird. So, die müssten. So, dann können wir landen und aussteigen. Das wären wir wieder bei dem Thema Leiter. Aber stimmt, wir müssen nur gelandet. Gelandet eine Dingsbums machen, richtig? Spaceflight. Spaceflight. Nee, das ist das Falsche. Hä? Wo ist es denn? Habe ich den überhaupt nicht angenommen? Okay. Wir nehmen ihn mal dann noch an, vielleicht. Habe ich den echt nicht angenommen? Ich dachte, ich habe den angenommen. Ich werde nicht jünger, ne? Aber werden wir alle nicht. Ich habe den noch angenommen. Gut, das beruhigt mich ein Stück weit. Temperature Scans of Kerbin. Vielleicht habe ich einfach nicht richtig geguckt. Temperature Scans on Kerbin. Das ist doch. Keine Ahnung. Vielleicht war es eben nicht da, vielleicht bin ich auch blind. Okay. On the surface at Handband. Okay, da steht nicht, dass wir irgendwie was Tolles können müssen. Es steht nur, dass wir einen Temperature Scan on the surface machen sollen. Okay, also. Science, Science, Science. Dreimal Thermometer. Das ist nicht das Thermometer, das ist eine Antenne, glaube ich. Dreimal Thermometer. Zack. Zack. Und. Nur für den Fall, dass wir rein zufällig irgendwie dran vorbeikommen, wo wir noch nicht gemystery gut haben,
Mystery Goo. So, das ziehen wir mal wieder ein. Zack. Und wir nehmen uns ein wenig Spreetmeat. So, das wird unser Fluggerät für einen Hauptteil unseres Abenteuers. So, was wiegt denn der Kram jetzt mittlerweile schon? 5,9 Tonnen. Damit können wir das hier ja schon mal direkt streichen. Dann nehmen wir auf jeden Fall einen Swivel. So, und so ist der ausgerichtet. Dann kriegt der so zwei Flossen dran, damit wir. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Art und Weise hilft, aber wir probieren es einfach mal. So, und damit wir da erstmal Schwung aufnehmen können, um da hinzukommen, gibt es dann natürlich noch eine Hauptstufe oder eine erste Stufe. So, zack. Zack. Zack, so. Schlimm genug. Achso, da müssen wir einen Tank abbauen, würde ich sagen. Damit wir auch irgendwo hinkommen. Zack. 15,7 Tonnen, jawohl, das kommt da hin, das kommt da an, das kommt da an. Und da wir natürlich überaus aerodynamisch unterwegs sein wollen, bauen wir auch noch aerodynamische Bauteile an. So. Und jetzt steht die Rakete so und wir wollen auch nach irgendwie Norden im Prinzip. Ja. Gut. Weiß ich nicht. Wirkt nicht besonders vertrauenserweckend, aber. Achso, wir sollten vielleicht noch ein paar mehr Fallschirme anbauen, ne? Ja, ganz so viele nicht, aber so zwei wären vielleicht gar nicht schlecht. Gut. Gut, gut. Das fliegende Thermometer ist einsatzbereit und wir probieren jetzt mal ein paar Temperaturen zu messen, würde ich sagen. Ja, jetzt wird's spannend, weil eigentlich, ich glaube, sowas macht man eigentlich ganz entspannt mit einem Flugzeug, aber ich bin halt schlicht und ergreifend zu geizig, die, ich weiß nicht, 18 Science-Punkte oder so auszugeben, die wir jetzt bräuchten, um irgendwie Flugzeugtechnologie zu erforschen. Deshalb gebe ich sie halt nicht aus. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen da oben hin. Das ist Hennebels Palt. Achso, das können wir auch mal abhaken. Ja, haben wir gemacht, danke. So, Hennebels Palt ist on the surface. Das machen wir zum Schluss. Das da oben ist Eumunds Cave. Above, bla. Okay. Und das andere ist unter, bla. Okay, über 19.000, unter 16.000. Okay, wir peilen mal als erstes die Richtung hier an. So, können wir auch schon mal auf den Nuffball ausklappen. Das heißt, wir müssen in Richtung Norden kippen. Jebediah ist sowas von bereit. Achso, ich stelle noch unsere Fallschirme ein. Zack. Toggle-Info. Altitude. 3,5. Copy close. Und dreieinhalb, vier ist auch okay. Fertig, zack. So, auf geht's für die Forschung. Oh, ja. Das kommt davon, wenn man übrigens geizig ist und keine Booster anbaut. Ich muss mir unbedingt auch irgendwann mal diese seitlichen Absprengen-Nupsi-Dinger besorgen. Damit das mal was wird. Komm, flieg, Rakete, flieg. Okay, wird besser jetzt, wo wir Treibstoff verbrauchen. Ich hoffe, ich komme überhaupt so weit, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich nehme trotzdem erstmal ein bisschen höher auf, bevor ich in die Richtung kippe. Wir müssen nach Nordwest eher so. Okay. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen in die Richtung tendieren. Damit das so grob hinhaut zumindest. Ah, guck mal, da hinten ist auch schon unten auf dem Nuffball die grobe Richtung erkennbar, in die wir nachher müssen. Ich versuche jetzt aber mal noch nicht zu flach zu gehen. Obwohl das gar nicht so einfach ist, muss ich der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Ich nehme mal ein bisschen Schwung raus. Wir haben ja jetzt relativ gut Geschwindigkeit drauf für die Höhe. So, und jetzt probieren wir mal einen Kurs draus zu machen, der uns dahin führt mit einer Rakete. Und dabei noch irgendwie zu fliegen. So grob zumindest. Also ich glaube, wir müssen da keine super heißen Monster-Todestreffer hinlegen. Also so super exakt, aber wir sollten schon grob drüber fliegen. So, und das erste war below 16.600 Meter. Okay, also sollten wir auch nicht zu hoch aufsteigen. Wir sollten aber auch nicht zu sehr kippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile
macht das Ding noch ganz schön zicken. Und wir haben es noch echt weit. Echt weit. Na gut. Gib mal mehr Gas, damit ich ein bisschen mit der Nase hochkomme. So hoch wollte ich gar nicht. Things do not work as expected. Okay, dreh dich bitte um. Bitte. Ich habe bitte gesagt. Komm, dreh dich um. Dreh dich um mit Treibstoff. Juhu. So. Okay, wir hören schon mal auf abzustürzen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, jetzt versuchen wir noch zu fliegen. Das wäre so das nächstbeste. Oh Gott. Okay. Lektion. Wir fliegen keine Raketen als Flugzeuge, weil Flugzeuge dafür gedacht sind, als Flugzeuge geflogen zu werden und Raketen offensichtlich dafür gedacht worden sind, als Raketen zu fliegen. Verrückt. So. Sieh zu, dass wir aus dieser dicken, ekligen Luft rauskommen. Und ein wenig an Geschwindigkeit gewinnen können. Vielleicht können wir ja zumindest eine dieser lustigen Missionen... Irgendwie passieren hier ganz schlimme Sachen. Ganz, ganz schlimme Sachen. Die passieren andauernd. Okay, wir haben... Wir könnten vielleicht... Also ich versuche mal, das Ding noch zu retten, indem wir hierhin fliegen. So. Dreh dich, du Mistding. Los. Komm. Und ab nach oben. Ab nach oben, ab nach oben. Erstmal ein bisschen nach oben. Bitte. So. Wir machen jetzt erstmal das, was eine Rakete normalerweise ganz gut kann. Nach oben fliegen. So, und danach drehen wir diesen Hobel, sobald wir ein bisschen dünnere Luft haben, was ja jetzt der Fall ist. So, und jetzt versuche ich dieses Ding irgendwie davon zu überzeugen, dass die Richtung unseres Auftrags die Richtung ist, in die wir nachher abstürzen wollen. Kontrolliert, versteht sich, kontrolliert. Also, ne, Jebediah, ganz ruhig bleiben. Kontrollierter Absturz. Sehr, sehr kontrollierter Absturz. Komm, sei brav. So, auf jeden Fall dreht sich unser Kurs schon mal. Das ist gut. Jetzt sieht das doch alles schon wieder ein bisschen entspannter aus. Muss man hier erst wieder, ne, rumschreien und böse werden. Okay, und ich glaube, wir müssen aber noch deutlich weiter hier rüber, um nachher unser Zielgebiet zu treffen. Okay, jetzt doch nicht mehr. Das wird knapp. Das wird knapp. Könnte aber funktionieren, wenn wir rechtzeitig wieder runterkommen. So, jetzt machen wir als allererstes den Kram hier weg. Das braucht halt keiner mehr, ne? Zack. So. Und wenn wir rechtzeitig wieder unter die 16.000 kommen... Oh, das wird aber knapp, glaube ich. Da ist das Ding, glaube ich, schon aus der Reichweite raus. Okay, so funktioniert das schon mal nicht. Aber das ist ja noch lange kein Grund, jetzt aufzugeben, denn... vielleicht gibt es ja irgendwo unterwegs noch leckere Signs einzusammeln, wenn wir irgendwo landen. Schade. So, wir sind jetzt zwar gleich unter den 16.000, aber ich glaube, wir sind viel, viel zu weit von der Zone weg. So, wartet mal, irgendwas passiert hier. Das ist auch nicht so gut. Nicht so gut. Alter, dreh dich. Dreh dich. Bitte dreh dich. Bitte. Fuck. Oh shit. Aber wir machen jetzt mal Crew Report, ne? Keep Data. Und Fallschirme. Einer ist gefailed. Einer hat echt. Katschut. Und nochmal. Nochmal. Los, komm. Alter. Komm schon. Deploy. Der ist nicht in Pharynx, Alter. Wir gehen hier noch echt drauf, ne? So, bitte. Beine nach unten. Oh, ein bisschen schnell, aber... Okay. Wir werden das jetzt mal als...
Wir haben zumindest Science gekriegt. Okay, das nehmen wir jetzt mal alles noch mit. Material Study, jawohl. Mystery Goo Observation, jawohl. Und noch ein Temperature Scan, auch jawohl. Und jetzt gucken wir mal, in welche Richtung unsere Tür zeigt. Jupp, da kann man auch noch einen EFA-Report machen, ohne sich das Genick zu brechen. Jawohl, und wir steigen wieder ein. Okay. Also, wir fassen die Mission grob zusammen. In der A-Note ein völliger Fehlschlag. Das war gar nicht gut. In der B-Note haben wir, glaube ich, aber tatsächlich echt viel Science eingesammelt. Oh ja, wir haben über 90. Das ist gut. Über 90 Science. Wisst ihr was? Keine Sau interessiert es, wie die Temperatur auf Körben ist, wenn man zum Mond fliegen kann. Und wisst ihr, was wir jetzt können? Wir können zum verdammten Mond fliegen, glaube ich. Weil, was wir brauchten dafür, waren diese blöden Photovoltaik-Panels als die ersten Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, damit wir mit Tech Life Support überhaupt so weit fliegen können, ohne dass uns der Körbel unterwegs erfriert, erstickt, was auch immer. Was halt so passiert, wenn man keinen Strom mehr hat im Raumschiff. Ich glaube, bei Apollo 13 ist es ziemlich kalt geworden. Und wir können uns das jetzt kaufen und wir kaufen uns jetzt diese Teile und ich bin geneigt, sie eigentlich alle mitzunehmen. Es wäre auch der erste Probe Core, den wir kriegen können. Huch, ich wollte euch den eigentlich zeigen. Der erste Probe Core, den wir kriegen können, der SRS Capability hat, also der auch einen Stability Assist machen kann. Wir kriegen eine erste große Antenne, die uns auch 90 Millionen Meter weit unterstützen kann für Probeflüge. Das wird für den Mond halt relativ, oder für den Moon recht relativ interessant. Wir kriegen eigentlich eine ordentliche Batterie, in der man auch was speichern kann. Die Thermal Control Systems sind auch nicht so spannend, glaube ich. Das Licht schon. Und die Alkaline Fuel Cell, das ist, kommt vom Universal Storage Mod. Damit können wir aus Hydrogen, den wir auch mit dazu bekommen, eine Fuel Cell ist im Prinzip verbrennt Sprit, also irgendeine Form von Treibstoff, um Strom zu erzeugen, was das Ding hier macht. Und Wasser sogar in dem Falle noch. Und das verbraucht leider auch Sauerstoff, sehe ich gerade. Was aber ganz cool ist, also wir könnten damit im Prinzip Wasser und Strom erzeugen. Aber brauchen wir ja nicht, wir haben ja Solarzellen. So, ich kaufe das jetzt mal alles, weil wir sind ja gerade so ziemlich am im Geld schwimmen. So, und gedankliche Notiz an uns selbst, wir sollten unbedingt die nächsten 18 Science mal in diese grundsätzlichen aerodynamischen Dinge, sowas wie kleine Flügel oder zumindest Control, doch, ist tatsächlich eine Lifting Surface, also dass wir mal anfangen, sowas wie ein Flugzeuggrundlagen zu schaffen, damit wir diese blöden Thermometermessungen noch durchführen können. So, und jetzt will ich euch gar nicht lange aufhalten und nerven und sonst irgendwas, sondern, was wir jetzt noch machen, das ist, haben eh nicht viel Kohle, ne? Sparen wir uns das mal nochmal? Wir sparen uns das erstmal noch. Was wir jetzt machen, ist als nächstes den Orbit um den Mond anzustreben, also um den Moon, und wir machen das bemannt. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Seid in der nächsten Folge mit dabei, wenn wir das erste Mal im Hard Mode jemanden aus der Kerbal Crew zum Moon schicken. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert. Tschüss.